Machen statt Motzen, das Skillsharing Camp der BUND-Jugend bei Dortmund. Klimacamp in der Nähe vom Hambacher Forst. Diese jungen Menschen bei den beiden Camps probieren neue Formen des Miteinander aus. Total spannend. Morgenrunde, Open Space. Alle, die an diesem Tag etwas anbieten oder mitmachen wollten, saßen im großen Zelt im Kreis. Ein Massageworkshop, Kompostklo, ein Vortrag über Klimakrise und Finanzwelt, ein Fahrradreparaturkurs, Tanz, Meditation, Zeichnen. Culture Skills, unter anderem meine Comic-Lesung. Die Angebote wurden im Zeitplan eingetragen und es meldeten sich die TeilnehmerInnen. Ganz schnell war ein total bunter und interessanter Tagesplan aufgestellt. So, was hat das nun alles mit dem Zeichnen zu tun? Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Heute soll es ja wieder mit dem Zeichnen weitergehen. Die Verbindung ist der leere Raum. Da habt ihr ja letztes Mal beim Zeichnen schon mitgearbeitet und heute geht es weiter mit dem anderen Blick. Und es geht um das Nicht-Tun und heute zeichnen wir Schatten. Eine kleine Vorübung für den Künstlerblick. Dafür brauchst du eine Strichzeichnung als Vorlage zum Abzeichnen. Am besten eine, die ein bisschen kompliziert ist, aber nicht zu viele Linien hat. Leg mal deine Strichzeichnung auf dein Blatt, dann umrandest du sie ringsherum. Dann hast du auf deinem Blatt ein Viereck, das ist genauso groß wie die Strichzeichnung. Und die Strichzeichnung, die legst du jetzt über dein Blatt, genauso wie ich es hier gemacht habe, auf dem Kopf. So, und jetzt zeichnest du so, wie du es da siehst, fängst du an, mit dieser Linie fange ich jetzt an. Ich gucke immer hin und her. Da oben geht es fast bis an den Rand, geht in so einen Bogen da rein. Da unten kommt eine zweite Linie raus, die ist so ein bisschen geschlängelt und da ist so eine Zacke. Dahinter kommt was Rundes raus, schlängelt sich da rein, da kommt eine Linie. Und du merkst schon, an mir, das geht besser ohne Reden. Wenn du den ersten Zeichenkurs mitgemacht hast, erinnere dich an das Blindzeichnen, die Hand. Das konnte nur Krickelkrackel werden. Ähnlich ist das bei dem auf dem Kopf abzeichnen. Da bekommst du auch keine exakte Kopie der Vorlage, aber du schaltest den Künstlerblick ein. Das auf dem Kopf abzeichnen ist ein Trick, mit dem wir die linke Gehirnhälfte in die Pause schicken. Das ist jetzt stark vereinfacht ausgedrückt. Bitte erzähl sowas niemals einem Neurologen. Also, die linke Gehirnhälfte sagt, ach, das kann doch nichts werden und schaltet ab. Und dann hat die rechte ihre Chance. Du schaust anders hin und du zeichnest, was du siehst und nicht, was du weißt. Du zeichnest nicht mehr Gesicht, Hand, Stuhl, sondern Linien. Du guckst, wie sitzt diese Linie auf dem Blatt, wie verläuft sie? Dann die daneben, wo fängt sie an, wie geht es weiter? Das war eine Vorübung, damit du wieder reinkommst in den Künstlerblick. So, jetzt die Schatten. Du brauchst, wie immer, deinen schönen weichen 6B-Bleistift und dann brauchst du eine Schwarz-Weiß-Kopie mit ganz starken Licht- und Schattenkontrasten. So, du legst du dir wieder hin auf den Kopf und jetzt zeichnest du die schwarzen Formen. Da ist die eine Ecke, wechsel eine Ecke an. So, welche Form hat das denn hier? Und dann füllst du das aus. Wieder mit deinem Bleistift. Dann geht das hier so runter in einem großen Bogen und dann hier wieder raus. Da ist noch was Komisches, aber das lassen wir erstmal weg. Hier ist so eine komische Welle. So, das kann man dann ganz schwarz machen hier. Du kannst dasselbe auch jetzt bei den Schatten, kannst du auch mit Pinsel und Tusche arbeiten. Denn bei den Schatten ist eine Sache anders. Bisher hat man mit Linien und Konturen zu tun. Und jetzt bei den Schatten geht es um Flächen. Das geht schon in das Malerische. Also können wir auch wie die Maler mit dem Pinsel arbeiten. Dann hat man die Fläche schneller gefüllt. Da, da geht es weiter rein. Das ist nochmal so eine kleine Form. Das ist eine kleine Form, die geht so. Linie etwas breiter. Das ist noch so eine kleine Form, fast am Rand. Und dann können wir diese ganze Fläche ausfüllen. Das ist erstens ist es schwärzer und außerdem geht es besser, die Fläche zu füllen mit Tusche oder Wasserfarbe. Wasserfarbe geht natürlich auch. Und dann machst du weiter, bis du die ganzen Flächen, die du da siehst, die schwarzen, gezeichnet hast. Und dann kannst du dir das Ganze mal rumdrehen und mal gucken, was daraus geworden ist. Nächste Herausforderung. Wenn du mit den Schwarz-Weiß-Kopien gut klarkommst,
Setz mal beim Kopieren den Kontrast nicht ganz so scharf, sodass Graustufen entstehen. Oder nimm ein Zeitungsfoto in Graustufen. Jetzt hast du drei Helligkeitsstufen. Natürlich gibt es ganz viele Stufen dazwischen. Du musst es übersetzen. Also du hast Schwarz, Grau und Weiß. Fang mit den tiefschwarzen Flächen an und dann schraffierst du die grauen Flächen und die weißen bleiben stehen. Es geht weiter, noch ein bisschen schwieriger. Farbfotos in Graustufen übersetzen. Am besten fängst du an mit drei Helligkeitsstufen, also Schwarz, Grau und Weiß. Jetzt musst du entscheiden, welche Farben du zum Grau und welche du zu den schwarzen Flächen zählst und welche zu den weißen. Das ist gar nicht so einfach. Wenn es dir schwerfällt zu entscheiden, was heller und dunkler ist, dann dreh das Foto auf den Kopf. Dann hat es dein Künstlerblick leichter. Den Hintergrund könnt ihr auch weglassen. Oder macht euch mal den Spaß und ersetzt die Grau-, Schwarz-Weiß- und Hintergrundflächen durch Farben. Die nächste Herausforderung, noch ein bisschen anspruchsvoller, 3D in Flächen übersetzen und in Helligkeitsstufen. Stell dir einen Gegenstand hin und beleuchte ihn so von der Seite oder ein Gesicht, dass tiefe Schatten entstehen. Kannst auch wieder deine Hand nehmen. Jetzt zeichne wieder nur die Schatten. Zuerst nur die tiefschwarzen Stellen, dann schraffierst du die weichen Übergänge, wo du grau siehst. Am besten fängst du mit relativ einfarbigen Gegenständen an. Mehrfarbige sind schwieriger, weil du wieder Farben in Helligkeitsstufen übersetzen musst. Charles Eisenstein hat ein wunderbares Buch geschrieben. Darüber erzähle ich auch gerne später noch mehr. Es heißt, die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. So sieht es aus. Und ich möchte euch eine Passage daraus vorlesen. Da geht es nämlich um den leeren Raum. Das Kapitel heißt Nichttun. Auf Seite 157 schreibt er: Bevor sie fähig sind, sich auf eine neue Geschichte einzulassen, müssen die meisten Menschen und wahrscheinlich ebenso die meisten Gesellschaften erst ihren Weg aus der alten herausfinden. Zwischen der alten und der neuen ist ein leerer Raum. Es ist eine Zeit, in der die Lektionen und Erfahrungen der alten Geschichte verarbeitet werden. Nur wenn diese Arbeit getan wurde, ist die alte Geschichte wirklich abgeschlossen. Dann ist da nichts, die schwangere Leere, aus der alles Seiende entsteht. Wir kehren zum Wesentlichen zurück und gewinnen die Fähigkeit wieder, aus dem Wesentlichen heraus zu handeln. Wenn wir wieder zurück in den leeren Raum zwischen den Geschichten kommen, können wir wählen, aus Freiheit und nicht aus Gewohnheit zu handeln. Eisenstein schreibt weiter, dass wir in einer Zeit des Nichttuns leben. Ein Garten nicht sofort bepflanzen, erstmal wahrnehmen, was dort von selber wächst. Ein Weg nicht anlegen, sondern erstmal gucken, wo die Leute langlaufen. Ein neues Haus nicht sofort einrichten, erstmal sitzen und spüren, wie es sich anfühlt. Eine Krankheit nicht sofort bekämpfen, sondern erstmal gucken, was denn da eigentlich los ist. Ein Kind nicht erziehen, sondern erstmal schauen, was das für ein Kind ist. Menschen nicht sofort beurteilen. Einem sogenannten Entwicklungsland nicht die Weisheit bringen, sondern erstmal sehen, welche Weisheit es dort schon gibt. Eine schwierige Frage nicht sofort beantworten. Für ein Problem nicht sofort Lösungen suchen. Alle Probleme liegen auf dem Tisch, alle Probleme der Menschheit. Und wir kommen total unter Stress, weil man so viel tun müsste und wir das aber nicht alles schaffen. Wir sind darauf gedrillt, seit der Zeit der Industrialisierung, dass wir nur einen Wert haben, wenn wir was tun, wenn wir arbeiten. Das ist nicht natürlich. Die meisten Menschen spüren das auch. Und sie kriegen Burnout. Aber nicht, weil die Arbeit unbedingt härter geworden ist, sondern weil der Druck härter geworden ist und weil sie keinen Sinn mehr in der Arbeit finden. Und sie bekommen Depressionen, das heißt, diese Depressionen verurteilen sie zum Nichttun, zu dem, was eigentlich wirklich nötig wäre. Und nicht, weil die Welt untergeht, sondern weil man so, wie wir es machen, einfach nicht weitermachen kann. So, und das Zeichnen, ihr habt ja schon in der ersten Stunde gesehen mit der Hand, wenn man anfängt, die unbenennbaren Formen der Zwischenräume zu zeichnen, dass man ganz anders sieht, dass man plötzlich so eine ganz andere Wahrnehmung hat. Die Zwischenräume zu sehen und nicht das Eigentliche, an das wir gewohnt sind, das muss man auch erstmal aushalten. Es kann aber gerade auch das Zeichnen, so im ganz Kleinen kann man anfangen und kann das üben und kann sich daran gewöhnen, dass man keine Angst mehr davor haben muss, keine Angst mehr vor dem leeren Raum und die alten Gewohnheiten loszulassen und keine Konzepte zu haben. Und dann hat die neue Geschichte eine Chance, dann kann eine neue Geschichte anfangen.
Das Tun wird dann von selber wiederkommen und von selber anfangen, weil wir nämlich Lust drauf haben. Aber dieses neue Tun, ohne die alten Gewohnheiten und ohne die alten Sichtweisen, das wird ganz anders aussehen. Zum Beispiel bei eurer Zeichnung, Nachherzeichnung, nach dem Blindzeichnen, nach dem Konturzeichnen, sah eure Zeichnung ganz anders aus als die allererste Vorherzeichnung. Habt ihr selber erlebt. Im Camp wurde gefragt, ob 3 bis 4 Leute das Küchenteam unterstützen könnten. Ich hatte keine Lust, aber später, als ich die da schnibbeln sah, habe ich mich dazugesetzt und eine Weile mitgemacht. Weil ich nicht musste, hat es Spaß gemacht. Habt ihr auch das Gefühl, dass gerade eine neue Geschichte anfängt?